Arbeitshandbuch. Heft mit der Aufschrift Hey auf Hey. Auf dem einen Band vermutlich der Name des Besitzers des Heftes. In den ersten Seiten das Heft stets. Ki Ding hat mir nach dem Spielzeug gesucht, das er seiner Tochter geschenkt hat. Es ist nirgends zu finden, also muss ich morgen tief in die Mine gehen und ihm beim Suchen helfen. Juckende Ohren. Meine Ohren jucken, 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 jucken. Meine Ohren, es ist zu lästig, ich habe fast kein Essen mehr. Die Stimme sagt mir, aber kann ich diese Pilze essen oder nicht? In den letzten Seiten heißt es, ich kann es hören. Ich höre, hehehe, he, he, das Pilzfleisch, hehe, he, Pilzfleisch, lecker, hehe, he, Pilzfleisch. Plötzlich hörst du ein Flüstern hinter dir, hehe, he, Pilzfleisch. Leute, sagt mir, was ist hier los? Oha, sein Gesicht sieht schrecklich aus. Und er ist einfach aufgetaucht, ohne ein einziges Geräusch zu machen oder sowas. Ist das nicht? Denke ich nicht. Hey, hey, was macht ihr hier? Habt ihr auch schon alles aufgegessen? Bist du Onkel He? Ah, was, junger Mann, wovon redest du? Ich kann dich nicht verstehen. Wir fragen, ob du Onkel He bist. Ach so, hey, hey, ja, der bin ich. Ich bin He. Bist du auch hier gefangen und hast nichts zu Essbares mehr in der Tasche? Seufzt, ach, du hast auch nicht viel Glück. Aber es ist schon in Ordnung. Ich habe Essen hier. Du musst Hunger haben. Hey, hey. Also Hunger in der Palmon schon. Dieses Pilzfleisch kann man nicht einfach so essen. Du hast recht, sein Verstand scheint ziemlich durcheinander zu sein. Und was hat das mit dem seltsamen Tor? Scheiße, ich hab vergessen, wie man das ausspricht. Taint? Tor? Ach, keine Ahnung, seine Haut. Wette, dass er etwas mit dem Essen von diesem Pilzfleisch zu tun hat. Pilzfleisch, hey, das schmeckt gut. Komm, ich gebe euch beiden ein bisschen Pilzfleisch. Hey, hey, Pilzfleisch, aber was? Oh, Entschuldigung, du hast jetzt geknockst. Was? Das Pilzfleisch ist weg. Dann lass uns das Pilzfleisch vergessen und zurück ins Lager gehen. Nein, kein Pilzfleisch mehr da. Ohne Pilzfleisch habe ich nicht die Kraft zu gehen und ich gehe nirgendwo hin ohne Pilzfleisch. Es gibt hier nirgendwo etwas zu essen. Esse kann ich überall hin. Wo gibt es solches Pilzfleisch? Ich weiß, wo es Pilzfleisch gibt. Lass uns ein bisschen Pilzfleisch essen, damit wir die Kraft haben, weiterzumachen. Hier in der Nähe. Lass uns erstmal Pilzfleisch finden. Das ist die einzige Möglichkeit. Richtig, großes Pilzfleisch. Oh, was ist da? Fisch. Ja, aber wir haben doch da alle Pilze schon gekillt. Ach so, redet er zufällig? Ja, ja, dieses Pilzfleisch. Mehr, mehr. Machen aber auch nichts. Hat mich schon mal einer von denen angegriffen? Ist nicht gut, diese Pilzbestien scheinen aus stetigem Strom Pilzmonster, sehe ich gerade. Alles erledigt? Onkel He ist stark. Hehe, Pilzfleisch, Pilzfleisch. Seit ich Pilzfleisch esse, tut mein Rücken nicht mehr weh und meine Hände sind kräftiger. Hey, ich fühle mich ein paar Jahre jünger. Pilzfleischmonster sind besser als Pilzfleisch. Je größer, desto besser. Hehe. Könnte es sein, dass ich so kräftig wurde, nachdem ich das Pilzfleisch gegessen hatte? So, dass du also uns mehr Kraft verleiht könnte, warum nehmen wir nicht ein paar Bissen? Du willst doch nur Pilzfleisch essen. Paimon ist nur neugierig, wie es schmeckt. Ja, ja, Paimon weiß. Aber jetzt sollte er bereit sein, mit uns zurückzukommen. Pilzfleisch, hehe, das schmeckt gut. Onkel He, komm mit uns zurück ins Lager. Hm, ja, ihr könnt euch zu mir gesellen. Dieses Pilzfleisch hier ist, das hält sich lange, wenn es getrocknet ist. Sehr lange. Komm mit uns zurück zum Lager. Was? Wer ist mager? Aber gut, hehe, nachdem ich Pilzfleisch gegessen habe, kann ich alles. Seufzt. Sind so, lass uns Onkel He zurück nach Jinwu bringen. Ich dachte, Jinwu war die eine. Die eine oder keine. Waren das da hinten? Aber cool, dass wir den zufällig gefunden haben. Schaut irgendwie aus, wie wenn wir das zerstören könnten. So haben wir jetzt eigentlich hier alles, ne?
Sternpilz können vielleicht später für die Yelan sein. Wahrscheinlich nicht, aber man kann ja hoffen, ne? Das haben wir gemacht. Gut, wenn das Wasser durch den Stein fließt. Oder soll er signalisieren, dass ich hier was einschlagen kann? Nee. Warte mal. Wenn ich auf solche Sachen hau, passiert nichts. Ist es hier auch so? Ja. Heißt es dann nicht, dass wir den Ort unten zerstören können? Ja, da ist sogar auf der Map was. Oder das müssen wir auf der anderen Seite. Wir müssen da hinten irgendwie durch. Aber da geht's ja auch noch überall weiter. Eine sehr gute Frage, Mr. Watson. Wir werden diese Situation auf den Grund gehen bei Gelegenheit. More speed. Soll ich jetzt schon wo? Ja. Pilzfleisch, hey, lecker Pilzfleisch gefunden. Keine kleine Pilze, Pilzmonster, große Pilze, hey. Onkel, hey, was hast du denn seltsamen Tör auf sich? Tör, okay, jetzt habe ich's wieder. Ich wusste, dass du noch lebst. Unglaublich, dass deine Familie mich sogar zum Todesmahl nach deiner Beerdigung einlud. Ich sagte ab und sagte ihnen, wie könnt ihr einen Toten mal veranstalten, wenn der Tote nicht tot ist. Du musst in der Mine viel gelitten haben, aber es ist gut, dass du im Leben bist. Im Leben zu sein ist gut. Lebendige Pilze sind köstlich, hey. Onkel He? Er war schon so, als wir ihn fanden. Ein bisschen verrückt, immer nach Pilzen schreien. Pilze? Die große Kluft ist ein gefährlicher Ort für normale Menschen. Pflanzen und Pilze, die erwachsen, können auch für den menschlichen Körper schädlich sein. Deshalb hat die Hushuan-Kammer strenge Regeln aufgestellt, die es verbietet, hier unten etwas zu essen. Aber Onkel He war in den letzten Jahren im Bergwerk und er hatte keine andere Wahl. Was soll ich seiner Familie sagen, so wie jetzt ist? Steht hier jemand Pilze? In diesem Fall könnte der Kediv etwas mit Petto haben. Schließlich ist er ein Gelehrter der Sumero und muss Pilze studiert haben. Ihr wartet hier einen Moment, während ich Kedif hole, um zu sehen, wie es Onkel He geht. Ist der nicht 5 Meter weiter? Du kannst ihn überrufen. Pilzfleisch. Pilzfleisch? Ah, ich weiß wirklich nicht, ob sich Onkel He so noch erholen kann. Wenn er so bleibt, wird seine Familie nicht glücklich sein, auch wenn er zurückkehrt, oder? Du kannst mich nicht einfach zwingen, hierher zu kommen. Ich mit meinem Bericht erst halb fertig bin. Shinwo, obwohl du zum Leiter des Erkundungstrupps bist, ist es nicht in Ordnung, meine Forschung zu stören. Sie ernsthaft in Erwägung, deine Belohnung zu kürzen, wie es für sie vorgeschlagen haben. Die Belohnung ist egal. Lass uns die Situation ansehen. Meine Ohren jucken, hehehehe. Wer ist er? Was hat er mit dem seltsamen Teil auf sich? So, hast du ihn gefunden? Warum stolperst du immer über merkwürdige Ereignisse? Aber wie war er so, als du ihn gefunden hast? Er erklärt Kerif, was im Zusammenhang mit Onkel He geschehen war. Zum Glück ist alles in Ordnung, nichts Ernstes. Er hatte doch gesagt, dass seine Ohren jucken und das wurde durch die Sporen dieses Pilzes verursacht, die in den Gehörgang gelangt waren. Obwohl der langfristige Verzehr dieser Art von Pilzen die geistige Gesundheit beeinträchtigt, schadet er dem Körper nicht ernst. In anderen Worten, er kann sich erholen. Ich habe den Pilz aus seinem Körper entfernt und auch eine Medizin hergestellt, die die gestörten Nerven beruhigt. Bei guter Erholung ist seine Genesung doch noch sehr wahrscheinlich. Das Geld für die Herstellung der Medikamente... Keiner der Zutaten ist teuer, sie sind nur eine Mahlzeit eines Monats im Lokal Xingxie wert. Das ist nicht der Rede wert. Nun, ich werde einen Weg finden, dich zu bezahlen. Das ist ein kleiner Betrag, der gar nicht erst gezahlt werden muss, aber ich kann einen weiteren Eintrag zu meinem Bericht hinzufügen. Seit ich hier auf besondere Pilze gestoßen bin, bin ich neugierig auf die langfristigen Folgen ihres Verzehrs. Noch keinen willigen Assistenten gefunden. Assistenten? Das sind die Menschen, die für den Verzehr der Pilze verantwortlich sind, aber die Leute wenden sich von den Pilzen ab, obwohl sie wissen, dass es nicht allzu schädlich ist. Trauen sie sich nicht, es einfach zu versuchen.
Aber wenn man bedenkt, wie eigenartig die große Kluft ist, können die Umgebung hier eine weitere Untersuchung. Boah, Entschuldigung. Bei so viel Lesen, gerade so spät abends, muss ich echt immer gehen, ey. Wie auch immer, lassen meine Medizin nehmen, bla bla bla. Gut, ich schicke Onkel He später hinauf. Wenn er sich erholt, dann bringen wir ihn nach Hause. Wir müssen auch seinen Freunden sagen. Franer Flinker Bergmann, er kümmert sich sehr gut um die jungen Arbeiter, die neu in der Mine waren. Nachdem er damals verschwunden war, dachten alle, dass der Herr über die Felsen seine Augen geschlossen hätte, sodass er gute Menschen schlecht erging. Ich bin mir sicher, dass die Leute froh sind, dass er dieses Mal zurückkommt. Cool. Was haben wir da oben? Achso, jetzt haben wir 10 Erze. Erze. 10 Erze. Oder 20? Wer weiß das schon? Wir müssten da rein. Das da kann man, das sollte man irgendwie zerstören können, aber wie? Uah. Achso, ich kann das Stufe 2 Zeug nur nicht zerlegen, ne? Ja. Ist vielleicht deswegen? Da sind wir jetzt wieder hier. Achso, das sind die anderen, ne? Ach so. Okay, das da unten kann man wahrscheinlich doch nicht zerstören. Der kleine Fluss, den ich auf der Map gesehen habe, ist der oben gewesen. Und dahinter kommen wir wahrscheinlich, wenn wir hier rumgehen, ne? Interessant. Interessant. Das Klipperzeug kann ich ja so wegmachen. Wow. Ist gegen Wasser eigentlich Erde gut? Eigentlich ist es immer andersrum. Wasser ist gegen Erde gut. Oder, na warte, genauso habe ich es eigentlich auch ausgedrückt. Da ist egal. Oh, das ist wieder die geile Musik, Alter. Ich mag die einfach. Die ist so schön und dann düster noch. Und hey, da oben in der Mitte ist ja einer. Der ist oben im Gewölbe, oder? Ja. Da hinten ist ein Aussichtspunkt. Diesen Rucksack hier hinterlassen. Tagebuch der Fatui. Oberfeldwebel Anton fand eine große Glocke im Südosten. Auf der Felswand stand das Wort Sieg geschrieben. Ähnlich der großen Glocke, die der Hauptmann vorhin in den Ruinen im Nordwesten gesehen hat vielleicht. Wir haben es in Snaya und Fadeka geschickt, die Glocken in den Ruinen auf beide Seiten zu läuten. Ein grässlicher Pfeifton hallte über die Felswand, als sich der schwarze Nebel auflöste. Unerklärliche Merkwürdigkeiten scheinen die Ankunft von jemandem zu signalisieren. 10 Männer wurden getötet, beide Pioniertrupps erlitten schwere Verluste und der Hauptmann befahl einen sofortigen Rückzug. Aus dem Tagebuch rutschte eine einfache Karte heraus, auf der 2 große Glocken im Nordwesten und Südosten eingezeichnet sind und 2 markante Totenköpfe. Ah, dann kann man den Nebel da drin öffnen, ne?
Das ist eine Stufe 2. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Hä? Mir ist glaube ich, weiß nicht, ist mir aufgefallen, dass die Kampfmusik sich ändert. We're way behind schedule. Ach so, ich habe das wahrscheinlich jetzt mit freigeschalten, ne? Da ist wahrscheinlich eine der Glocken, oder? Did I miscalculate? I'll protect us. Next on the agenda. Ich bin gespannt, was noch so alles kommt mit dem düsteren Zeug, Alter, mit den Fatui im Abgrund und keine Ahnung was. Was ist das denn? Ist das nicht eins von den Dingern, das einen nach oben bringt? Oh, es war einfach nur Licht. Kiste. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Alter, hier sind noch viel mehr Ruinen, ey. Krass. Alter, wir sind jetzt halt hier und es ist halt schon ein Riesengebiet wieder, ne? Aber da fällt mir was ein, bevor wir jetzt das gar erkunden. Ich habe halt komplett verpeilt, dass ja auf der anderen Seite, dass ja da, wir haben doch extra die eine Gegend ausgelassen. Da, wo wir diesen Ritter gesehen haben, sind wir jetzt gerade erst so gekommen, das ist ja das andere Gebiet gewesen. Das sind jetzt wieder die Fatis. Das war dann hier, aber ich glaube oben auf konnten wir noch, ne? Next on the agenda. Genau, wir sind da glaube ich außen rumgelaufen, da geht's oben rein und ah ja genau. Das habe ich vorhin komplett verpeilt. Boah, ich hab jetzt so im letzten Moment nur so, hä? Genau, da haben wir uns das Zeug angeschaut. Next on the agenda. Da oben ging es bloß raus und da ging es in ein neues Gebiet. Jetzt kommen wir wieder her. Da hinten ist auch so ein Ding. Ja.
Nee, da holen wir uns dann die Ding. Die. Sie lassen wir drin. Don't disappoint me. Was zieht sie eigentlich gerade ab? Ich meine, ich habe. Ich glaube, ich ihre Artefakte habe ich, glaube ich, noch nie aufgestuft, ne? Ne, die sind immer noch alle auf Null. Sie ist im Prinzip gerade ziemlicher Müll. Wenn wir es ran namens Schicksal reißen, dann mit dem Namen Unheil. Egeto. Dinge, die vergangen sind, an die man sich nicht mehr erinnert. Figur, Perle des blauen Abgrunds, Figur der Finsternis. Dunkelheit, Nacht. Das ist doch ein Upgrade-Material, oder? Oder bin ich jetzt ganz mischugge? Wer hat denn das? Also das Material könnte ich mir für einen Dance-Slave vorstellen, aber... Ah, okay, da muss ich die Dinge aktivieren. Immer noch krass, Alter. Den Ningguang lieber halt hier rum. Zimmert. Alter, hier ist was zum Angeln. Das sollte ich markieren. Treasures are a cause for great happiness. Alter. Oh, ich habe kein Licht mehr und ich bin noch nicht hingekommen. Scheiße. Aber da hinten ist so ein Ding, da passt schon wieder. Es wird ja. Ich meine, ich bin am Freitag haben sie erst die ersten also jemanden erwähnt. Hätte es ja schon frei. Und was ist. Oh, ich habe schon alle. Da unten ist was zum Aufladen. Das neue Spiel von Mio. Nee, Hoyoverse heißen sie ja jetzt. Wird vorgestellt. Ich habe leider schon wieder vergessen, wie es heißt. Zenki Zero oder irgendwie sowas? Da. Was machst du für einen Bogen, Mann? Nein, nicht angeln. Ich will die verdammte Kiste haben. Immer noch nicht angeln. So
So, hab ich dann in dem Gebiet eigentlich alles jetzt? Einzige, was ich noch nicht freistellen kann oder machen kann, ist ja das da.